So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. 5 Tipps, wie ihr mit dem Sniper besser werdet, beziehungsweise so 5 Sachen, die so ein kleines Muss sind, wenn man Sniper spielt. Tipp Nummer 1, ihr seht es hier wunderbar, dieses Hin- und Herlaufen. Ja, es sieht so ein bisschen blöd aus, vor allem wenn ich jetzt noch extra darauf aufmerksam mache, aber es hilft wirklich sehr und vor allem, wenn ihr im Battle mit einem anderen Sniper seid oder einfach an einer Position seid, wo euch ein anderer Sniper anvisieren könnte, auf euch zielen könnte, dann macht das unbedingt, weil die meisten treffen dann einfach nicht, die gehen dann immer hinter eurem Kopf so mit dem Fadenkreuz hin und her und schießen immer genau dann, wenn ihr wieder weg seid. Und das hilft wirklich sehr, das einfach immer machen, auch wenn ihr einfach nur irgendwo steht. Das wirklich erspart eine Menge Tode. Tipp Nummer 2 ist wirklich eine Sache, die verdammt, so verdammt viele falsch machen. Und zwar, scoped nicht rein und sucht dann nach einem Gegner. Also zoomt nicht rein, geht nicht in Scope und sucht nach einem Gegner irgendwie, weil das versperrt euch so krass viel Sichtfeld. Und eure Todesrate steigt einfach wirklich hammerkrass an, wenn ihr das so macht. Spottet aus der Hüfte, sucht so eure Gegner und wenn ihr dann da einen gefunden habt, der markiert wurde oder ihr irgendwo einen in der Ferne seht, dann scoped dann rein, erledigt ihn und scoped dann wieder raus und guckt weiter, aber nicht in Scope reingehen und so nach Gegnern suchen, weil das ist wirklich der größte Fehler, den man machen kann. Da kriegt man so viele Tode reingedrückt, weil man einfach so verdammt viel nicht sieht. Also immer schön aus der Hüfte spotten, wenn ihr was gesehen habt, dann scoped dahin und holt euch den Gegner, schießt auf den und so weiter. Ganz großer Fehler, den viele machen, nicht im Scope nach Gegnern suchen. Tipp Nummer 3 ist auch eine Sache, die euch verdammt viele Tode erspart. Viele spielen immer Sniper, um Sniper zu spielen. Aber viele vergessen auch, dass die Zweitwaffe einfach zum Sniper dazugehört. Viele scopen einen an, beziehungsweise schießen einen an, geben Hitmarker, der ist noch nicht down. Und laden dann nochmal das Snipergewehr nach und schießen damit nochmal drauf. Ihr habt eine Zweitwaffe, benutzt die auch. Auch wenn es gegen die Sniper-Regeln irgendwie verstößt, keine Ahnung. Benutzt die, das erspart euch hammer viele Tode. Wenn ihr nicht trefft und einen Hitmarker gebt, benutzt die Zweitwaffe. Das geht viel, viel schneller, als wenn man das Gewehr nochmal nachlädt oder sonst was auch immer tut. Und ich sag mal so, lieber ein Kill mit der Pistole mehr, anstatt ein Tod mehr. So, Tipp Nummer 4 liegt eigentlich auch ganz einfach auf der Hand, aber es machen irgendwie immer noch so gut wie jeder andere Sniper, macht das falsch oder viele einfach, weil ihr seht hier, ich bin hier die ganze Zeit hinter diesem Stein, die Gegner spawnen da hinten und ich kann die ganz easy abfarmen und hier, tut mir leid, mein Verbündeter, aber du hast deinen Kopf irgendwie in mein Fadenkreuz gesteckt, sorry für den Teamkill, aber machst du nix. Und zwar, ich bin hier die ganze Zeit hinter diesem Stein und die Gegner spawnen da und ich hole sie immer wieder weg. Es ist Hardcore, ich weiß, aber gehen wir mal auch vom Normal-Mode aus. Und zwar, jeden Gegner, den ich erledige, der weiß haargenau, wo ich jetzt bin. Und ich weiß nicht, wie viel ich da geholt habe. 5, 6, 7. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, 7 Leute wissen jetzt, wo ich bin. Und zwar hinter diesem Stein. Also Position wechseln. Immer die Position wechseln nach maximal 2, 3 Kills. Kommt drauf an, wie ihr sniped und was ihr sniped. Weil mir fällt es immer wieder auf. Ich laufe irgendwie über die Map. Ich werde von einem Berg da oben von einem Sniper weggesniped. Und spawn dann mit meinem Snipergewehr, weiß ganz genau, wo er liegt und gebe ihm easygoing Headshot, weil ich halt weiß, wo er lag und deswegen immer die Position wechseln. Auch wenn es irgendwie nur ein paar Meter sind, ein paar andere Steine weiter weg oder so, immer die Position wechseln, das erspart verdammt viele Tode, weil man sollte halt nicht an der gleichen Stelle immer rumliegen. So, Tipp Nummer 5 ist eine Sache, die ich auch schon in meinem das beste Snipergewehr-Video angesprochen habe, und zwar sucht euch ein Snipergewehr aus, gewöhnt euch dran und bleibt dabei. Gewöhnt euch an den Schaden, gewöhnt euch an den Bullet Drop, gewöhnt euch an die Hitmarker, die das Ding auf gewisse Distanzen gibt und so weiter. Gewöhnt euch einfach an alle Eigenschaften dieses Snipergewehrs und bleibt dabei. Wenn ihr die Waffen immer wieder wechselt und immer wieder ein anderes Gewehr in der Hand habt, dann müsst ihr euch immer wieder irgendwie so ein bisschen umgewöhnen. Deswegen mein Tipp an euch, sucht euch eins aus und gewöhnt euch dran und bleibt dabei. So, das waren jetzt meine 5 Tipps für den Sniper. In Zukunft werden wieder öfter solche Videos kommen. Falls ihr die auch sehen wollt, gebt einfach eine Bewertung, lasst einen Daumen hoch da, prügelt den Like-Button ein bisschen für mehr Tipps und Tricks-Videos in Zukunft, weil da will ich jetzt mal wieder so ein bisschen mehr Wert drauf legen. Damit habe ich ja angefangen auf YouTube und damit will ich auch eigentlich weitermachen. In letzter Zeit war es ja ein bisschen so, ja, eher so die Unterhaltungsschiene und Live-Gameplays und so weiter. Aber ich werde jetzt auch wieder in diese Richtung ein bisschen mehr gehen. Also würde ich sagen, ich hoffe, euch gefällt's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ansonsten verabschiede ich mich, wünsche euch noch viel Spaß in Battlefield und sage bis zum nächsten Video, Leute. Bis dann.